Ja, das Spiel ist zu brutal, das müsst ihr zensieren, das geht gar nicht. Wenn das nicht geduldet wird allgemein von der USK, FSK, wenn die sagt, das ist zu brutal und die das dann cutten müssen. Oh, tja, nicht gut geschossen. Dann finde ich es irgendwie leicht unnötig, wenn die dann das einfach ab 18 nicht freigeben. Und wenn die dann einfach ein schönes Spiel mit guten Szenen einfach total wegschneiden und einfach nur das, den Pussy-Inhalt vom Spiel haben. Die meisten Spiele sind ja heutzutage schon gecuttet. Hitman Absolution ist zum Beispiel gecuttet. Sleeping Dogs ist gecuttet. Was natürlich wieder richtig geil ist, in der Schweiz und in Österreich bekommen die Spieler total die Uncut-Version. Da ist überhaupt nichts gecuttet. Und da fühle ich mich ein bisschen verarscht, ehrlich gesagt. Die haben keine GEMA. Die haben, also in der Schweiz besonders, die Schweiz hat es richtig gut. Die hat was, was wir uns alle wünschen würden. Die Schweiz ist nämlich echt gut dran, die hat keine GEMA, die hat unzensierte Spiele und das Beste ist es, außerdem haben sie noch Fernsehen, also die haben Fernsehübertragung von allen möglichen Sendern, die in Deutschland nicht alles übertragen. Zum Beispiel, ist heute nicht das Spiel Dortmund gegen Real Madrid und Bayern gegen Barcelona, läuft glaube ich heute. Und das wird von Schweizer Sendern übertragen. Ja. Von deutschen Sendern jedoch wird nur Real Madrid versus Dortmund übertragen. Und das finde ich dann ein bisschen doof, weil ich meine, Bayern gegen Barca ist ja wohl das Highlight, ja. Und das übertragen sie dann nicht. Und die Schweizer obendrein, was das Beste ist, illegale Musikdownloads ist in der Schweiz nicht illegal. Die sind da legal. Man kann sich urheberrechtlich geschützte Musik kostenlos downloaden, und das ist nicht illegal. Also da gibt's halt keine GEMA, da gibt's überhaupt keine Musikrechtler, finde ich zwar auch etwas komisch, warum es das so ist, aber es ist so. Es ist einfach so. Und die Schweizer haben es dementsprechend wirklich gut. Da bin ich auch ganz ehrlich neidisch auf die guten Schweizer. Wenn es nicht so teuer wäre in der Schweiz, würde ich dort gerade wohnen. Allein schon wegen diesen Vorteilen. Es ist einfach schon, dass wir Deutschen von der GEMA relativ geplagt sind, weil wir das einzige verschissene Land auf der Welt sind, was von der GEMA beeinflusst wird. Wir bekommen keine coolen Musikvideos auf YouTube und so. Wir bekommen einfach nur, dieses Video ist nicht in ihrem Land verfügbar. Und ein GEMA-Smiley darunter. Das tut uns leid. Ja, leid tut euch überhaupt gar nichts. Ja, wenn es euch leid tun würde, dann würdet ihr das nicht entsperren. Aber mir ist es relativ egal. Wenn ich Musikvideos sehen will, habe ich einen GEMA-Unblocker. Den haben sicherlich auch ganz viele von euch. Da kommt auch noch ein Tutorial in Kürze zu, wie man hier die GEMA richtig schön fickt. Wie man ihnen sagen kann, ja, leck mich doch. Das entsperrt nämlich dann immer die ganzen schönen Musikvideos. Zum Beispiel Gangnam Style oder Gentleman von Psy. Sowas halt. Und dann ist auf die GEMA ganz schnell auch geschissen. Dann interessiert ja auch keinen mehr. Trotzdem finde ich es echt relativ unfair. Und das Bitterste, was sich die GEMA geleistet hat, aber das ist wirklich schon lachhaft, was die GEMA sich geleistet hat. Die haben in deutschen Kindergärten, die haben deutsche Kindergärten angeklagt, weil sie Kinderlieder gesungen haben. Are you serious, GEMA? Ist das euer Scheißernst? Meint ihr es wirklich ernst? Kinderlieder wollt ihr. Dafür wollt ihr Gebühren haben? Wirklich? Ey, das kann nicht euer Ernst sein. Die wollen einen doch verarschen. Die wollen einen doch richtig hart verarschen. Ich meine, was soll das? Wo ist denn der Sinn? Das sind Kinder. Warum sollte man Kinderlieder verbieten? Oder gegen Gebühr nur singen lassen? Erstens sind diese Kinderlieder wahrscheinlich meistens sowieso lizenzfrei, mittlerweile. Und zweitens, warum, GEMA? Warum wollt ihr den Kindern ihren Spaß verderben? Na, das geht gar nicht. Oh, super. Bootschrott. Okay, gleich ein neues Boot machen. Das finde ich jedenfalls relativ scheiße. Also, das finde ich echt nicht cool, was sich die GEMA da wieder geleistet hat. Kinderlieder. Was uns natürlich auch zu einem weiteren Lied bringt. Ihr wisst ja alle, dass die niederländische Königin Beatrix abgedankt hat. Da, gut, das weiß jetzt mittlerweile jeder. Ist auch sehr toll, dass ich es nochmal erwähne. Jedenfalls, die hat keinen Bock mehr auf ihre, ja,
auf ihre auf Königin sein, sage ich jetzt mal, die hat die Nase voll oder ist einfach zu erschöpft, zu alt schon dafür. So wie der Papst. Kann natürlich alles sein. Wer weiß, sie hat lange ihren Job da gemacht, finde ich natürlich auch beachtenswert, so lange dann das dazu halten als Königin und nicht irgendwie zu schwächeln, das finde ich schon relativ beeindruckend. Und ja, der Nachfolger ist halt Willem Alexander. Und zu dessen Krönung soll jetzt ein ganz tolles Lied gespielt werden, was das ganze Volk dann zur Krönung singen soll. Und dieses Lied ist wohl so scheiße, ich habe mir das jetzt nie angehört, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie das klingen soll, aber die Niederländer, die finden das fast alle scheiße, auch wenn es laut einer Umfrage irgendwie von, hat jetzt Willem Alexander gesagt, laut einer Umfrage ist das wohl doch so beliebt, dieses Lied, dass sie das, also 60% der Niederländer mögen das. Was aber anders, was eigentlich ganz anders aussieht. Moment, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Waffen. Ach ja, genau, Pfeile. Ja, toll. Jedenfalls ist das natürlich wieder richtig toll, was sie da für einen Song gemacht haben, den anscheinend keiner mag. Ist natürlich alles total geil. Und das soll jetzt einfach gespielt werden. Es wird sogar schon den Kindern in der Schule beigebracht. Ah, sorry. Wird den Kindern sogar schon in der Schule beigebracht, dieses Lied, und die mögen das auch nicht. Ja, wenn das keiner mag, warum sollte man es mal... Also den amtierenden König mögen sie schon. Und die besonders die Königin, die dann jetzt gewählt wird, gekrönt wird, die ist auch sehr, sehr beliebt. Und ja, das ist eigentlich nicht das Problem, was sie haben. Das Problem ist halt einfach nur dieses Lied, was keinem passt. Und einige Niederländer haben schon damit gedroht, dass sie auswandern wollen, weil das so scheiße ist. Tja, und das ist schon ziemlich bitter, finde ich, ehrlich gesagt. Also ganz ehrlich, das ist traurig. Zuerst wurde das Lied ja zurückgezogen wegen der ganzen Proteste, dass es einfach gar nicht geht, was sie da für Texte haben. Ich weiß gar nicht, was in dem Text drinsteht, aber es soll wohl jetzt nicht so geil sein, dass man den Text unbedingt den ganzen Tag pfeifend vor sich hinsummen möchte. Pfeifen vor sich hin summen, was sag ich denn da? Man kann doch nicht pfeifen und gleichzeitig summen. Pfeifen und summen. Nee, geht nicht, sorry. Pfeifen kann ich übrigens auch nicht. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal eine super Aktion. Ich hoffe jedenfalls, dass es dann mit der Krönung einigermaßen glimpflich verläuft, weil ich würde jetzt nicht den Niederländern so einen Aufstand wünschen. Ich mag ja die Niederlande. Besonders die Sprache, da lache ich mir wirklich jedes Mal ab. Weil die einfach so geil ist. Sich das überhaupt mal durchzulesen, was das alles bedeutet, das ist der Wahnsinn. Wie auch immer, was wir jetzt gerade machen, ist übrigens der Start in unsere Weltreise. Wir fahren jetzt los. Die Weltreise beginnt. Und wo fangen wir am besten an? Ich würde sagen, wir haben ja von da gesehen, dass da ein kleiner Dorfbewohner-Zombie war. Deswegen würde ich jetzt als allererstes erstmal diese Waldinsel hier erkunden. Ich weiß, es ist nur eine Insel. Aber ich würde halt gerne nochmal erkunden, ob hier noch irgendwas Spannendes ist. Ich würde die Welt gerne mehr im Blick haben. Ich würde gerne wissen, was hier eigentlich allgemein so abgeht. Das würde mich ja brennend interessieren. Ich meine, hier waren wir ja am Anfang. Ich gehe mal zu der Stelle, wo wir am Anfang waren. Hier vorne. Und das erinnert mich an historische Zeiten damals. Moment, noch ein bisschen weiter. So, hier war das, glaube ich. Genau, dieser Baum hier, oh, der Baum ist noch gar nicht komplett abgeholzt gewesen. Na, an diesem Ding hier ist natürlich auch wieder ein schöner Punkt. Hier haben wir letztes Mal ja mit Smacks LP in der ersten, Moment mal, von dem Biom da drüben weiß ich noch gar nichts. Das habe ich noch nie gesehen. Was? Ist ja geil, da geht's doch noch weiter. Und dann ist wohl anscheinend ein, ist das ein Dschungel? Oder doch wohl nur ein Sumpf. Okay, ist nur ein Sumpf, aber... Ach, das ist ja geil, da gehe ich sofort hin. Wie auch immer. An dieser Stelle haben wir mit Smacks RP gemeinsam über einen... Moment, dieser Baum da hinten soll ich noch vielleicht ein bisschen abholzen. Später. Mache ich später. Wir haben ja über ein Buch geredet, was wir damals gelesen haben, wo wir uns tierisch aufgeregt haben. Und jetzt haben wir wieder ein Buch in der Schule, worüber ich mich auch wieder komplett aufregen kann. Und zwar ist das ein Buch namens Jakob der Lügner von Jurek Becker, einem mir gänzlich unbekannten deutschen Autor, den ich auch gar nicht näher kennenlernen will, denn das Buch ist wirklich
Nicht der Hammer. Also ich empfehle euch das Buch jetzt jedenfalls nicht. Ich habe ja früher wirklich gerne gelesen. Ja, Bücher, die mich interessieren. Da kann ich euch mal eine Empfehlung geben, welche ich denn früher so gelesen habe, was ich auch kürzlich erst wieder gelesen habe. Gregs Tagebuch zum Beispiel ist relativ lustig. Erzählt halt von so einem 10-jährigen Jungen, der allerhand Alltagssituationen erlebt. Meistens ist es halt in den Ferien, was er da halt so erlebt, alles ziemlich lustig und ich kann mich mit dem auch teilweise identifizieren, obwohl ich jetzt 6 Jahre älter bin als der. Aber trotzdem kann ich mich da schon einigermaßen mit ihm identifizieren. Oh, cool, eine Wüste, ja, hab ich schon bemerkt. Und ist halt relativ lustig. Davon gibt es 7 Bände, glaube ich. Ich habe alle. Also das Buch ist mega cool, auch wenn man schon älter ist. Das habe ich meistens aber in 2 Tagen durch. Es ist halt ein Comic-Roman. Also sind halt Zeichnungen drin. Ist halt sehr schön illustriert, finde ich. Wirklich super. Feiere ich auch. Man kann richtig gut lachen dabei. Weiterhin, was ich früher gerne gelesen habe, das ist die Level 4-Reihe. Das sind so Computerspielromane, kann man jetzt schon so sagen. Geht halt auch um Teenager, die allgemeine, auch doch ein Dschungel, die Abenteuer rund um Videospiele und Zukunft, ja, futuristische Abenteuer erleben oder auch intergalaktische Fantasieabenteuer, die aber so total real dargestellt werden. Und das finde ich einfach mega entertaining, also das feiere ich einfach. Muss ich ja schon sagen, finde ich wirklich sehr gut. Ist von dem Autor Andreas Schlüter, wenn euch das was sagt, wenn euch dieser Autor bekannt ist. Ein sehr guter Autor, erzählt wirklich sehr schön. Und erzählt nicht so total altdeutsch und total, naja, alles aus so einer total erwachsenen Sicht, sondern aus einer wirklich jugendlichen Sicht, womit man sich auch teilweise identifizieren kann. Übrigens, ich gehe jetzt in diese Hülle nicht rein. Nee, ich gehe wieder raus. Der Höhlensound hat mich dazu veranlasst, wieder nach draußen zu gehen. Und diese Bücher mag ich halt echt gerne. Feiere ich auch heute noch. Ich habe davon, ich glaube, die Hälfte aller Bände und ich muss mal wieder einen davon lesen. Einen habe ich auch schon 2 oder 3 Mal gelesen. Coole Höhlen, aber da gehe ich jetzt nicht rein. Also wir wissen, hier ist noch eine Höhle. Interessant. Und aber es ist halt vorbei mit der Lesezeit. Wie bei fast allen heutzutage. Ich meine, wer liest heutzutage noch Bücher? Ja, seriously. Das heißt jetzt nicht, dass Bücher irgendwie scheiße sind oder so, aber sie langweilen mich einfach teilweise. Und der Eindruck der Bücher wird bei mir langsam aber sicher wirklich sehr schlecht, denn nun ja, ich kann ja nichts dafür, wenn mir nur schlechte Bücher vorgesetzt werden von der Schule. Na, Jakob der Lügner ist ein wirklich sehr schlechtes Buch. Handelt von einem Typen namens Jakob, der in so einem Warschauer Ghetto lebt. Das ist im ersten, nee, zweiten, ja genau, Zweiten Weltkrieg besser gesagt, ist es. Spielt halt so in einem Warschauer Ghetto, er ist halt Jude und das ist halt mit ganz vielen Juden in einem Ghetto gefangen von den Deutschen. Und da wird halt, eines Tages wird halt, findet der Jakob halt ein Radio. Und er hört im Radio, dass die Russen schon sehr weit gekommen sind und leider wurden sie aufgehalten. Und ja, der Angriff der Russen wurde halt niedergeschlagen von den deutschen Truppen. Nun, natürlich sind die alle im Ghetto jetzt total verzweifelt und denken sich, ey, scheiße, Mann, die machen sich alle total jetzt in die Hosen. Boah, da Schnee drauf ist ja geil. Oh, Pilze. Denken sich halt alle jetzt so, ey, scheiße, Mann. Das ist ja voll Kacke, Mann. Wir werden alle von den Deutschen vergast. Nun, dann erzählt der Jakob aber allen, ja, die Russen, die sind schon total nah und die kommen uns alle retten, aber eigentlich sind die Russen da schon lange abgekratzt. Er tut halt einfach nur so einen auf Messias und denkt, ja, okay, ich kann ja jetzt Lügen erzählen, damit ich ihm wenigstens ein bisschen Hoffnung geben kann, obwohl es am Ende gar nicht stimmt. Die Idee ist an sich ja gar nicht mal so schlecht, obwohl mich das Thema Judenverfolgung überhaupt nicht reizt. Ja, ich meine, davon will ich jetzt eigentlich auch gar nichts wissen. Ist halt einfach jetzt nicht mein Alter. Oh, cool. Wo ist er? Ich komme dich holen, Zombie. Ich komme dich holen. Ach, da ist er. Das Thema reizt mich einfach gar nicht. Ich kann mich damit überhaupt nicht gerne auseinandersetzen, weil ich das einfach. Allein schon, ich finde es überhaupt nicht interessant, obwohl es ja ist natürlich sehr schlimm. Sagen sie, oh, wie kannst du sowas sagen? Sagt ihr jetzt bestimmt, ja, Judenverfolgung schlimm und so, Adolf ist ein Penner, ja, wissen wir alle. Aber das Thema selbst interessiert mich einfach ein Scheiß. Ja. Mich interessiert nicht, wer wann vergast wurde und wo, es ist mir egal.
Und das Buch darüber zu lesen ist dementsprechend auch überhaupt nicht interessant, weil mich das Ganze nicht interessiert und wir haben kein Bett mitgenommen und sind jetzt total am Arsch.